Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass ich Sie heute Abend hier zur Eröffnungsveranstaltung der diesjährigen IIK-Abendakademie in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf begrüßen darf. Diese Abendakademie hat mittlerweile schon eine gewisse kleine Tradition. Es ist das dritte Mal, dass wir sie veranstalten. Wir hatten schon Themen wie Bildung und Migration im ersten Durchgang und im zweiten Durchgang hatten wir das Thema gehört, der Islam zu Deutschland. Dieses Jahr, dieses Wintersemester, haben wir uns jetzt das Thema Fachkräftemangel, Fragezeichen, Ausrufezeichen als Thema gewählt aus durchaus aktuellem Anlass. Das Thema ist ja eines, das uns die letzten nicht Wochen und Monate, sondern eigentlich Jahre, immer wieder begegnet in den Medien, aber auch in den Stellungnahmen der Wirtschaftsverbände, auch als kontroverses Thema. Es gibt dann auch Einwände, wo der Fachkräftemangel mit einem Fragezeichen, zumindest mit einem Fragezeichen dahingehend versehen wird, dass man sagt, flächendeckend gäbe es den nicht, sondern wenn, dann eher in einzelnen Nischen oder in einzelnen speziellen Segmenten. Wie es sich jedenfalls mit dem Fachkräftemangel in Deutschland insbesondere verhält und welche Rolle dabei auch Fachkräfte aus dem Ausland spielen können und welche Herausforderungen damit verbunden sind, das werden wir in dieser Reihe in 5 Veranstaltungen versuchen zu beleuchten. Wir sind froh, dass wir zu dieser Veranstaltungsreihe eine ganze Reihe von ausgewiesenen Experten gewinnen konnten. Und auch heute Abend haben wir bereits ein hochkarätig besetztes Podium zusammenstellen können, um diese Frage zu diskutieren. Bevor wir zur Diskussion kommen, allerdings haben wir einen Einstimmungsvortrag, einen Vortrag, der eine aktuelle Studie aus dem Raum Düsseldorf vorstellt. Dafür konnten wir Herrn Professor Schirmeister gewinnen, den ich gleich noch mal genauer vorstellen werde. Jetzt aber möchte ich zunächst als Auftakt dieser Veranstaltung meine kurze Begrüßung beenden und die Prorektorin für Studium und Gleichstellung, ist das richtig? Nein, Lehre und Gleichstellung. Lehrqualität und Gleichstellung. Studienqualität. Die Prorektorin für Studienqualität und Gleichstellung. Dieser Titel wird von jedem neuen Amtsinhaber immer wieder neu modelliert. Die Feinheiten, die werden wir uns heute Abend wahrscheinlich nicht erläutern lassen, aber die in dieser Bezeichnung liegen. Aber ich freue mich sehr, Frau Bauschke-Hartung, Frau Kollegin, Professorin Bauschke-Hartung, die als Prorektorin heute Abend uns hier nochmal mit einem Grußwort begrüßen wird. Frau Bauschke-Hartung, bitte. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Dr. Baggans, sehr geehrter Herr Kollege Professor Schirmeister, sehr geehrter Herr Dr. Koppel, sehr geehrter Herr Brenke, sehr geehrter Herr Kollege Professor Barz, liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist mir eine Ehre, Sie in meiner Funktion, und jetzt kommt es richtig, als Prorektorin für Studienqualität und Gleichstellung der Heinrich-Heine-Universität hier zu begrüßen. Doch nicht nur als Prorektorin freue ich mich, die Abendakademie des Instituts für internationale Kommunikation zu eröffnen, sondern auch als Germanistin, was ich von Hause aus bin. Denn das Institut für internationale Kommunikation ist im Jahr 1989 aus der Düsseldorfer Germanistik hervorgegangen. Das sollte man nicht vergessen. Noch immer bildet die Vermittlung von Deutsch als Fremdsprache einen der Schwerpunkte dieses Instituts. Nicht zuletzt daraus ergibt sich die interkulturelle Ausrichtung des IIK, das beispielsweise jedes Jahr einen Preis für die beste Examensarbeit zu einem interkulturellen Thema vergibt. In diesem Preis wird auch die große Verbundenheit des IIK zu Forschung und Lehre an den Düsseldorfer Hochschulen und insbesondere an der Heinrich-Heine-Universität deutlich. An unserer Hochschule unterstützt das IIK zudem interkulturelle und internationale Initiativen von Lehrenden und von Studierenden. In der Vergangenheit wurde beispielsweise ein Archiv- und Museumsworkshop in Prag oder eine Exkursionsveranstaltung im Rahmen des internationalen Masterstudiengangs European Studies gefördert.
Interkulturalität und Internationalität stehen auch im Mittelpunkt der Abendakademie des IIK, zu der Sie heute wieder zahlreich erschienen sind. Bei der Auswahl der Themen für die Abendakademie wird politische Brisanz keineswegs gescheut. Kollege Barth hat das schon angedeutet oder daran erinnert. 2011 beschäftigte man sich mit Migration und Bildung und im letzten Jahr wurde gefragt und diskutiert, gehört der Islam zu Deutschland? Und heute habe ich die Freude, Sie zum Auftakt einer Reihe zu begrüßen mit dem Titel Ausländische Fachkräfte gesucht. Voreilig, notwendig, willkommen. Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Politiker, Gewerkschaften, Unternehmen und auch Wissenschaftler analysieren, diskutieren, suchen nach Lösungen. Bereits jetzt ist ein Engpass in gewissen Bereichen des Arbeitsmarktes spürbar. Der demografische Wandel wird dies noch verstärken. Ein Rückgang der Bevölkerung im Erwerbsalter ist absehbar und wird Deutschland in naher Zukunft vor drängende Probleme stellen. Für die Bekämpfung des Fachkräftemangels werden zahlreiche Forderungen an die Politik gestellt und genauso an die betroffenen Unternehmen selbst. Doch auch die Hochschulen sind in der Verantwortung. Das Stichwort lebenslanges Lernen erinnert uns als Universität daran, dass der Student oder die Studentin, der oder die sich gleich nach dem Abitur einschreibt und nach dem Abschluss nicht wieder an die Hochschule zurückkehrt, in Zukunft seltener werden wird. Die Heinrich-Heine-Universität hat heute schon Angebote zur Weiterbildung im Repertoire, die sich mit einer Berufstätigkeit vereinbaren lassen. Teilzeitstudiengänge, Abendstudium und anderes. Als Prorektorin für Gleichstellung ist für mich natürlich die Förderung von Frauen ein großes Thema. Gerade in den klassischerweise vom Fachkräftemangel betroffenen Bereichen, den sogenannten MINT-Fächern, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, finden sich an den Hochschulen deutlich weniger Frauen als Männer. Gezielt werden deshalb bereits Schülerinnen angesprochen, um sie für die entsprechenden Studiengänge früh zu begeistern. Zugleich liegt in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. Studium eine immer noch unterschätzte Möglichkeit, qualifizierte Frauen und Männer für ein Studium und für den Arbeitsmarkt zu gewinnen. Die Heinrich-Heine-Universität darf sich mit dem Label familiengerechte Hochschule schmücken. Darauf ruhen wir uns aber keinesfalls aus. Vielmehr arbeiten wir stetig an einer weiteren Verbesserung der Möglichkeiten, Familie und Studium sowie Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Ich danke sehr dafür, dass das Mikrofon jetzt eingeschaltet ist. Ganz prima. Auch der Punkt Internationalisierung, in dessen Kontext sich diese Veranstaltungsreihe bewegt, spielt für die Heinrich-Heine-Universität eine wichtige Rolle. Deshalb hat sich unsere Hochschule in ihrem Strategiepapier zur Internationalisierung sehr ehrgeizige Ziele gesteckt. Mehr Studierende der Heinrich-Heine-Universität sollen während ihres Studiums einen Auslandsaufenthalt absolvieren. Zugleich streben wir an, die Anzahl der Studierenden aus dem Ausland, die zu uns kommen, zu steigern. Doch Menschen, die aus dem Ausland kommen, um hier zu studieren oder und zu arbeiten, dürfen nicht einfach nur eine Zahl in einer Statistik sein. Wir müssen ihnen Angebote zur Integration unterbreiten und beispielsweise Sprachkurse einrichten. Denn die Sprachbarriere ist gewiss, wer wüsste das besser als das IIK, eine der größten Schwierigkeiten. Mit Maßnahmen, die auf die ausländischen Arbeitnehmer oder Studierenden ausgerichtet sind, ist ein Anfang gemacht, aber dies ist nur die halbe Miete. Vielmehr muss das gesamte Unternehmen bzw. die gesamte Hochschule für die Internationalisierung sensibilisiert werden.
Nur so kann sich eine Willkommenskultur aufbauen, wie sie vielerorts gern gefordert wird und wie sie im Rahmen der IIK-Abendakademie auch thematisiert werden soll. Unserer Meinung nach kann sich die Attraktivität der Heinrich-Heine-Universität für ausländische Studierende nur erhöhen, wenn sich die Incomings schon vor der Anreise willkommen und dann während ihres Aufenthaltes wohlfühlen. Dazu können Maßnahmen wie die Welcome Week beitragen, die zu Beginn des Wintersemesters vor wenigen Wochen zum ersten Mal stattgefunden hat und ein voller Erfolg war. Bei dieser Welcome Week lernen ausländische Studierende ihr Gastland und dessen Geschichte und Kultur kennen. Außerdem wird über interkulturelle Fragestellungen reflektiert und Düsseldorf als neuer Wohn- und Studienort erkundet. Andere Angebote wie das Buddy-Programm führen inländische Studierende und Studierende aus dem Ausland zusammen, um den interkulturellen Austausch zu fördern. Dabei geht es einerseits darum, die Incomings zu integrieren. Andererseits sollen die inländischen Studierenden ein Bewusstsein entwickeln für die kulturellen Unterschiede und die möglicherweise daraus erwachsenen Probleme der Gäste. Deshalb gibt es für unsere Studierende zusätzlich die Möglichkeit, ein interkulturelles Zertifikat zu erwerben. Außerdem machen wir, was die Sensibilisierung angeht, nicht etwa bei den Studierenden Halt. Vielmehr vermitteln hochschuldidaktische Kurse ebenso unseren Lehrenden interkulturelle Perspektiven und Diversity-Kompetenzen. Das war jetzt viel Eigenwerbung, ich gebe es zu. Die gezielte Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland oder im Fall der Universitäten eher von zukünftigen Fachkräften kann eine Möglichkeit sein, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Darüber wird sicher heute in dieser Runde und auch anderenorts zu anderer Zeit noch diskutiert werden. Ich möchte hier aber noch einmal daran erinnern, dass es sich bei Fachkräften nicht um Ware handelt, die wir importieren, bei Schwierigkeiten zunächst einmal lagern und bei Nichtgefallen auch wieder entsorgen können. Es sind Menschen, die wir in unsere Institutionen holen und die wir anschließend nicht sich selbst überlassen sollten. Wir haben die Verantwortung dafür, dass diese Menschen nicht allein als Arbeitskräfte wahrgenommen werden, sondern als Kollegen bzw. Kommilitonen willkommen sind und auch außerhalb unserer Institutionen zu einem Teil unserer Gesellschaft werden. Uns allen wünsche ich eine interessante und erkenntnisreiche Veranstaltung und spannende Diskussionen. Ja, vielen Dank, liebe Frau Bauschke-Hartung. Vielen Dank für diese auch inhaltlich sehr richtigen und sehr wichtigen Hinweise, die Sie gegeben haben, sowohl auf die Heinrich-Heine-Universität und die Aktivitäten, die es da gibt, im Rahmen der Internationalisierung sozusagen auch wirklich eine Welcome-Kultur zu etablieren, als auch insgesamt das nicht beim Welcome zu belassen, sondern auch auf Dauer entsprechende Vorkehrungen, entsprechende Strukturen zu schaffen, die es dann auch auf Dauer ermöglichen, dass wir hier ein konstruktives und fruchtbares und möglichst konfliktfreies Zusammenleben organisieren können. Diese Welcome Week, kann ich nur bestätigen, ist eine sehr sinnvolle Einrichtung, die da jetzt erstmals stattgefunden hat. Ich durfte einen Beitrag leisten, das deutsche Bildungssystem, den Neuangekommenen in Deutschland, den neuen Studierenden vorstellen. Jetzt aber nach diesem Grußwort kommen wir zum Vortrag von unserem Kollegen Professor Schirmeister, den ich kurz vorstellen möchte. Herr Professor Schirmeister ist Lehrstuhlinhaber in der Betriebswirtschaftslehre. Er ist lange sozusagen im Bereich der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung und Lehre aktiv und
Wir haben schon verschiedene Berührungspunkte im Laufe der seiner und meiner Tätigkeit an der Heinrich-Heine-Universität gehabt. Und aus den vielen Ämtern und Funktionen und Verdiensten, die Herr Schirrmeister sich als Forscher, aber auch als Hochschulmanager, gerade auch in Düsseldorf, erworben hat, möchte ich nur zwei, die ich ein bisschen besser kenne, hervorheben. Nämlich einmal ist er Initiator, Mitinitiator und einer der treibenden Kräfte, manche sagen auch die treibende Kraft, der Düsseldorf Business School, eine Weiterbildungseinrichtung der Universität Düsseldorf, die Business Know-how und die betriebswirtschaftliche Kenntnisse im Rahmen von Masterstudiengängen vermittelt und damit den Auftrag, den Sie angesprochen haben, Frau Bausch-Gartung, nämlich, dass die Universität nicht nur Lehre und Forschung, sondern eben auch lebenslanges Lernen, auch Weiterbildung eigentlich praktizieren und anbieten müsse. Diese Düsseldorfer Business School ist diesem Auftrag also seit ihrer Gründung sehr intensiv verpflichtet und ist eigentlich auch eine kleine Erfolgsgeschichte, eine der wenigen Erfolgsgeschichten unserer Universität in Sachen wirklich organisierter und dauerhafter wissenschaftlicher Weiterbildung. Die andere Funktion, wo ich Herrn Schirrmeister näher kennenlernen durfte, war seine Tätigkeit als Rektoratsmitglied, als Prorektor und in dieser Zeit oder in diese Zeit fiel noch die Organisation und Durchführung der Düsseldorfer Sommeruniversität, ebenfalls eine Einrichtung, die dazu diente, ausländische Studierende mit Kultur und Wissenschaft und Wirtschaft in Deutschland vertraut zu machen und sie heranzuführen. Eine Tradition, die jetzt, ich sage mal vorsichtig, momentan unterbrochen ist, aber vielleicht auch wieder aufleben wird, beziehungsweise jetzt auch vom IK in vielen Angeboten außerhalb der Universität gewährleistet wird. Insofern freue ich mich sehr, dass ich mit Herrn Schirrmeister heute jemanden begrüßen darf, der im Rahmen der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung weithin bekannt ist und auch in vielen Bereichen, die ich jetzt als Nichtwirtschaftswissenschaftler gar nicht wirklich beleuchten kann, auch sich einen Namen erworben hat. Und er hat eine Studie vor kurzem durchgeführt zum Thema, wie sehen Unternehmen im Raum Düsseldorf den Fachkräftemangel und welche Perspektiven, welche Herausforderungen sehen sie? Und für einen kleinen Einblick, ich weiß, es fällt Hochschullehrern immer schwierig, sich kurz zu fassen, aber Herr Schirrmeister ist ein Meister seines Fachs und er wird auch das gut hinkriegen. Und Herr Professor Schirrmeister, ich darf Sie bitten, jetzt Ihren Vortrag zu halten. Zuerst für die Aufnahme hier, damit Technik zufrieden ist. Ich hoffe, das funktioniert. So, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herr Bartz, vielen Dank für die sehr freundlichen Worte, die Sie über mich gefunden haben. In so einem Moment überlegt man immer, ob man es wirklich selber ist, der da erwähnt wird, aber offenbar ist einiges von mir gut herübergekommen. Ganz herzlichen Dank also. Ja, Fachkräftemangel, Fiktion oder Realität, das ist das Thema, das mir gestellt wurde. Und im Auftrag der Stadtsparkasse habe ich hier zusammen mit meiner Mitarbeiterin, Frau Mangold, die auch im Publikum ist, eine Studie durchgeführt im vergangenen Jahr. Und da ging es um mittelständische Unternehmungen im Raum Düsseldorf und wir haben so annähernd 4000 Unternehmungen angeschrieben und dabei eine Stichprobe von 443 Rückkopplungen bekommen. Und aus dieser Studie möchte ich Ihnen heute ein paar Ergebnisse vorstellen, die also im Kontext des Themas dieser Reihe bzw. des heutigen Abends stehen. Dabei möchte ich von vornherein gleich darauf hinweisen, dass es sich nicht um eine repräsentative Umfrage handelt, sondern die befragten Unternehmungen sind alle Kunden der Stadtsparkasse Düsseldorf. Insofern ist das ein durchaus interessanter Einblick, eine durchaus interessante Momentaufnahme, aber wir erheben nicht den Anspruch, dass wir
repräsentativ sind. Das vielleicht vorausgeschickt. Nun, um welche Unternehmungen hat es sich hierbei gehandelt, wenn wir einmal in der linken Abbildung das Kriterium des Umsatzes nehmen und in der rechten Abbildung die Anzahl der Mitarbeiter, so ist die Zielgruppe ganz klar benannt, nämlich es geht insbesondere um kleine mittelständische Unternehmungen, die beispielsweise einen Umsatz haben, links hiervon, von weniger als 5 Millionen Euro, respektive 1 bis 10, 11 bis 50 oder 51 bis 100 Mitarbeiter. Das war also die Zielgruppe, die wir hatten. Wir haben auch ein paar wenige größere dabei. Diese Teilmenge ist aber nicht so groß, dass sie wirklich einen Vergleichsmaßstab darstellt, sondern der Fokus liegt also eindeutig auf den kleinen Unternehmungen, wie sie hier abgebildet sind. Die Branche hingegen, das geht so quer durch, und die sonstigen Dienstleister, was immer sich auch dahinter verbirgt, das war also die größte Teilmenge. Aber dann hatten wir etwa hier das Bauhauptgewerbe, dann die Beratungsberufe, Maschinenbau und so weiter. Aber auch solche Unternehmungen wie zum Beispiel Tourismus, Hotels, Gaststätten und Einzelhandel. Das war also alles mit dabei vertreten. Wiederum ist es so, dass die einzelnen Teilmengen nicht groß genug sind, als dass man über die Branchen eine seriöse Aussage treffen könnte. Aber es ist zumindest ein breites Spektrum, was wir auf die Art und Weise aufgespannt haben. Die entscheidende Frage, die es zunächst einmal zu beantworten galt, war diejenige: Gibt es bereits Probleme bei der Personalbedarfsdeckung in den einzelnen Unternehmungen? Und da sehen Sie hier von gar nicht bis sehr, dass sich doch das eher ins Rötliche gehende etwas verstärkter darstellt. Mehr als die Hälfte der Unternehmungen sagen, wir haben heute schon ein Problem mit Fachkräften, wobei es offen ist, was man unter Fachkräfte versteht. Wir haben also nicht irgendwo vorab definiert, was wir unter Fachkräfte verstehen wollen, sondern wir haben es den einzelnen Antwortenden überlassen, was sie denn darunter verstehen wollen. Sie wissen doch am besten, was ihre Fachkräfte sind. Dabei darf ich vielleicht auch einfließen lassen, dass der Fragebogen an die jeweiligen Unternehmungsleitungen, an die Geschäftsführung, gegebenenfalls an den Vorstand gegangen ist. Wer aber wirklich diese Fragen dann beantwortet hat, das wissen wir nicht. Es könnte also der Vorstand die Geschäftsleitung gewesen sein. Es könnte aber auch delegiert worden sein, zum Beispiel, wenn eine Unternehmung groß genug ist, etwa an die Personalabteilung oder Ähnliches. Das ist zumindest ein erster Hinweis, dass es mit dem Fachkräftemangel denn doch so ein klein wenig Realität sein könnte. Dabei haben wir Folgendes festgestellt, dass mit zunehmender Unternehmensgröße, etwa gemessen an der Zahl der Mitarbeiter, tatsächlich das Problem eher größer denn kleiner wird. Also die ganz kleinen Unternehmungen, die haben offenbar kein Problem, aber wenn die Unternehmungen größer werden, zwischen 101 und 500 Mitarbeitern oder gar ab 500 Mitarbeiter, dann stellt sich das Problem verstärkt. Nun, auch hier muss man sehr vorsichtig sein mit der Interpretation dieser Zahlen. Klar ist, wenn ich mehr als 500 Beschäftigte habe, dann habe ich natürlich ständig eine gewisse Fluktuation an Mitarbeitern. Hingegen kann es durchaus sein, dass eine Unternehmung mit weniger als 10 Beschäftigten eben über 10, 15 oder 20 Jahre hinweg überhaupt nie vor diese Frage gestellt wird. Also die Ergebnisse sind immer mit großer Sorgfalt zu interpretieren. Aber immerhin, es ist ein interessanter Aspekt. Und hier das Zitat in einem Fragebogen, dass natürlich in kleinen Betrieben die Familie sehr wohl das Problem vielleicht decken kann.
Das ist ein Hinweis auf die Klientel, mit der wir es hier zu tun haben. Nur zu sagen, wir haben vielleicht ein Problem, ist das eine. Die andere Frage, und dann wird es nun deutlich konkreter, ist diejenige, ob tatsächlich die ausgeschriebenen Stellen von den einzelnen Unternehmungen jeweils fristgerecht besetzt werden konnten. Und da sind es immerhin 36%, die sagen nein. Auch das ist wieder ein Indiz dafür, dass wir es mit einem Problem Fachkräfte zu tun haben. Interessant ist nun, inwieweit konnten die einzelnen Stellen von der Qualifikation her nicht besetzt werden. Dass wir bei Ingenieuren, IT-Spezialisten, Technikern unter Umständen ein Problem haben. Frau Bauschke-Hartung hat gerade eben das geflügelte Wort der MINT-Berufe angesprochen. Das ist eigentlich wenig überraschend. Genauso wenig überraschend ist die Alten- und Krankenpflege. Für uns doch eine gewisse Überraschung war, dass auch Betriebswirte und Kaufleute gesucht wurden, die in Untersuchungen, die etwa deutschlandweit agieren, so nicht genannt wurden. Das ist vielleicht ein kleiner Zufall, vielleicht eine lokale Gegebenheit. Wir vermögen es nur sehr vorsichtig zu interpretieren. Vielleicht ist, weil der Markt da insgesamt sehr groß ist, hier eben immer wieder mal eine Lücke zu konstatieren. Aber es war für uns eine Überraschung. Und auch hier wieder gilt die Aussage, dass mit der Anzahl der Mitarbeiter die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die ausgeschriebene Stelle nicht bzw. nicht fristgerecht besetzt werden kann. Wenn wir jetzt einmal fragen, und der Bezug zur Universität, der wird jetzt noch ein paar Mal kommen, was sind denn eigentlich die Fachrichtungen der eingestellten Hochschulabsolventen? Da fange ich vielleicht mal mit der Aussage an, dass 30% der befragten oder antwortenden Unternehmungen überhaupt gar keine Hochschulabsolventen einstellen. Klar, in einem Handwerksbetrieb oder zum Beispiel in einer Gaststätte, in einem Hotelbetrieb, braucht man nicht notwendigerweise einen Bachelor, Master, ein Diplom oder ein Staatsexamen. Insofern fallen da also schon viele heraus. Für uns überraschend war aber, obwohl es sehr viele kleine Unternehmungen sind, dass offenbar der Bedarf an Hochschulabsolventen denn doch sehr ausgeprägt ist. Und an der Spitze wiederum nicht so überraschend die Wirtschaftswissenschaft, klar, und dann direkt danach folgend Ingenieurwissenschaft und Technik und die anderen Professionen, wie sie hier entsprechend genannt wurden. Also auch kleine mittelständische Unternehmungen stellen Hochschulabsolventen ein und die Reihenfolge, das scheint naheliegend zu sein. Wir konnten auch die Frage stellen, wie sieht es eigentlich mit den Ausbildungsplätzen aus? Konnten denn die alle besetzt werden? Nun, da fallen natürlich zunächst einmal eine ganze Menge Unternehmungen raus, weil sie kein Ausbildungsbetrieb sind. Und dann haben wir hier die Ausbildungsplätze, die eben nicht besetzt werden konnten. Und wiederum haben wir hier die kaufmännischen Ausbildungsplätze, die genannt werden. An der Spitze die handwerkliche Ausbildung und dann natürlich das Problem im Servicebereich. Das waren diese konkreten Nennungen, die also auffallend waren, wie schon gesagt, jeweils bei einer kleinen Grundgesamtheit. Die Frage, hat sich eigentlich der Wettbewerb um talentierte Nachwuchskräfte verschärft, konnte bei über 80% der Unternehmungen uneingeschränkt mit Ja beantwortet werden. Wiederum ein Indiz, es ist gar nicht so einfach, die Stellen mit Fachkräften zu besetzen. Damit stellt sich natürlich die Frage der Fachkräfte aus dem Ausland. Nun, warum wollen wir eigentlich Fachkräfte hier in der Region Düsseldorf aus dem Ausland haben? Letztlich geht es doch hier um die Zielsetzung,
dass die Prosperität, dass es den Menschen hier gut geht, hier im Raume Düsseldorf, das ist doch offenbar dann die Zielsetzung und dafür sollen dann gegebenenfalls ausländische Fachkräfte ihren Beitrag leisten. So müsste man das also formulieren. Nun, Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg gehört zu denjenigen Ländern, auch wenn Deutschland nie als Einwanderungsland bezeichnet wird. Jeder wehrt sich immer dagegen. Nichtsdestotrotz gehört Deutschland zu denjenigen Ländern, und da gibt es wenige auf der Welt, die so viele Personen seit dem Zweiten Weltkrieg in die Gesellschaft integriert hat, die nicht auf dem Gebiet der zunächst alten Bundesrepublik und dann nach dem Beitritt der neuen Bundesländer dort tatsächlich geboren sind. Wir haben ganz unterschiedliche Wellen, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, durch Flüchtlinge, durch Umsiedlungen. Dann hatten wir in der zweiten Hälfte der 50er Jahre das, was wir als Gastarbeiter bezeichnen. Und dann hatten wir in den 80er Jahren, beginnend dann mit dem Jugoslawienkriegen, hatten wir viele Personen, die dann als Asylbewerber kamen. Dann hatten wir die Umsiedler aus Mittel- und Osteuropa. Das heißt, hier in unserer Gesellschaft ist eine ungeheure Bewegung. Und jetzt denken wir über etwas ganz anderes nach. Nämlich, wir wollen jetzt Fachkräfte aus dem Ausland haben. Die Motive davor waren immer völlig andere. Und da kann man natürlich sich die Frage stellen, ist das eigentlich sinnvoll oder nicht? Zunächst einmal können wir ja andere Potenziale ausschöpfen. Wir haben ja immerhin noch Arbeitslose, die in den Millionen gehen, die Zahlen. Wir haben stille Reserven. Diese stillen Reserven sind insbesondere weiblich. Es gibt viele Frauen, die gerne wieder in einen qualifizierten Beruf einsteigen würden, die aber in den Statistiken nicht entsprechend erscheinen. Und wir denken natürlich darüber nach, wie zum Beispiel eine Generation 60 plus vielleicht doch ein bisschen länger, ehe sie in die Rente geht, im Berufsleben bleibt. Die Politik sieht, und das ist auch ihre Aufgabe, muss man sagen, zunächst einmal die Priorität in den inländischen Lösungen. Erst müssen diese Potenziale einmal ausgeschöpft werden, wobei das natürlich nicht ganz so einfach ist. Ich kann natürlich nicht mit einem Arbeitslosen, der vielleicht keinen Hauptschulabschluss hat, mögliche Defizite in den MINT-Berufen so einfach decken. Das Beispiel ist so banal, aber nichtsdestotrotz muss man es nennen. Wenn man nun ins Ausland schielt, dann stellt sich die nächste Frage, bietet uns eigentlich das Ausland tatsächlich die Qualifikationen, die wir hier benötigen? Auch das ist natürlich bei weitem nicht gesagt. Auch wenn es in vielen Ländern eine hohe Arbeitslosenquote gibt, es sind nicht notwendigerweise diejenigen, die wir jetzt in der Situation gerne hier bei uns in Deutschland hätten. Also ein Beispiel, was immer gerne genannt wird, ist etwa Spanien mit dem Immobilienboom. Wir brauchen aber keine Arbeiter auf dem Bau, wir brauchen keine Architekten, wir brauchen keine Bauingenieure, sondern wir hätten gern andere Qualifikationen, die nicht notwendigerweise so gut zusammenpassen. Und schließlich natürlich das grundlegende Problem, verhindern wir dadurch nicht, wenn wir die besten Leute zu uns nach Deutschland holen, die Prosperität im Ausland, dass es also da wirtschaftlich vorangeht, das ist eine Frage, die man sich stellt. Und die hat möglicherweise auch für Deutschland indirekte Wirkungen. Wir sind eine ausgeprägte Exportnation. Und wenn im Ausland niemand mehr ist, der unsere Maschinen, unsere Autos kauft, dann hilft uns das auch nicht weiter. Also es muss auch im Ausland eine bestimmte Wirtschaftskraft da sein, damit dieses Modell des Exportlandes überhaupt weiterhin funktioniert. Wir haben zurück zu unserer Studie auch gefragt,
wie sieht es eigentlich aus, Rekrutierung von Mitarbeitern im Ausland? Und da sehen Sie, der größte Teil der Unternehmungen verfügt da bislang nicht über Erfahrungen, aber immerhin 20% haben bereits schon Mitarbeiter im Ausland rekrutiert. Und da können wir, was nicht überraschend ist, feststellen, dass es insbesondere größere Unternehmungen in unserer Grundgesamtheit sind, die sich darum kümmern. Ja, um was hätten die gerne? Die hätten gerne Führungskräfte, Facharbeiter, studierte Fachkräfte, aber eben auch Auszubildende. Nun, das Problem der kleinen Unternehmungen, hier zwei kleine Zitate aus unseren Befragungen, sind natürlich auf der einen Seite die bürokratischen Hürden, die hier überwunden werden müssen, und auf der anderen Seite und damit im Zusammenhang stehend, es sollten natürlich auch Anreize etwa seitens der Politik dazu geschaffen werden. Damit stellen sich natürlich zwei Folgeprobleme. Das erste Problem ist, haben eigentlich die einzelnen Unternehmungen die Ressourcen, um tatsächlich im Ausland zu rekrutieren? Und da muss man natürlich ein dickes Fragezeichen dahinter machen, ob das überhaupt denkbar und möglich ist. Und das zweite Problem, es wurde schon angesprochen, es geht hier natürlich auch um die gesellschaftliche Integration ausländischer Fachkräfte. Schaffen wir das eigentlich? Wollen wir das eigentlich? Das sind Fragen, die zu beantworten sind. Nun, wenn man einmal fragt, diejenigen Unternehmungen, was habt ihr denn getan, um eure Fachkräfte, die ihr aus dem Ausland geholt habt, die tatsächlich zu integrieren, so wird hier eine ganze Palette aufgezählt, etwa spezifische Weiterbildung und Qualifizierungsangebote. Also, wie funktioniert ein Betrieb in Deutschland zum Beispiel? Die Finanzierung von Sprachkursen, ein ganz wichtiger Punkt. Die Hilfe bei Behördengängen, eigentlich selbstverständlich. Interessanter sind vielleicht schon Patenprogramme, wo also deutsche Kolleginnen oder Kollegen tatsächlich für einen ausländischen neuen Kollegen, für eine Kollegin eine Art Patenschaft übernehmen, die natürlich über die betriebliche Arbeitszeit dann hinausgeht. Spezifische Arbeitszeitmodelle, Freiräume bei der Begehung von kulturellen oder religiösen Festivitäten und natürlich sonstige Angebote, also beispielsweise, dass man zeitweilig zumindest in der Heimat arbeiten kann, dass regelmäßige Heimfahrten vom Betrieb finanziert werden oder dass die Arbeitszeit in den ersten Monaten verkürzt ist, um mehr Zeit etwa für Sprachkurse zu haben, sich aber im Laufe der Zeit dann entsprechend steigert. Das sind sicherlich interessante Aspekte, über die man vertiefender darüber nachdenken sollte. Und jetzt bringe ich dann noch die Universitäten in eine, ich nenne es mal Mittlerfunktion, Fragezeichen. Nun sehen Sie, wir haben zusätzlich auch eine Befragung unter Studierenden der Heinrich-Heine-Universität durchgeführt, wo wir unsere gesamte Untersuchung spiegeln wollten. Und es sind immerhin über 1000 Studierende, die geantwortet haben. Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft stehen an der Spitze. Und man sieht hier rechts drüben die Anzahl der Studierenden an der Heinrich-Heine-Universität während des Zeitraums der Befragung. Und auch hier können wir nur wieder sagen, wir sind nicht repräsentativ, da wir hier angewiesen waren auf die Kooperation von Kolleginnen und Kollegen. Manche haben uns wunderbar unterstützt und bei manchen hat eben diese Unterstützung gefehlt. Aber immerhin 1000 Studierende, die konnten wir befragen. Nun, hier interessiert vor allem eins, nämlich, haben eigentlich unsere Studierenden ein Interesse, nach ihrem Studium im Ausland zu arbeiten? Und da gibt es natürlich einige, die das kategorisch ablehnen. Da gibt es einige, die dann voll zustimmen. Aber da gibt es auch eine ganze Menge. Und wenn man die beiden hier zusammenfasst, dann sind das doch einige, die sagen,
ich könnte mir vorstellen, auch ins Ausland zu gehen. Nicht überraschend ist, dass unter den Wirtschaftswissenschaftlern diese Neigung besonders ausgeprägt ist. Eher ungewöhnlich, dass sie bei den Rechtswissenschaftlern auch ausgeprägt ist, deutlich mehr als zum Beispiel in den Geisteswissenschaften, was sehr bemerkenswert ist. Obwohl natürlich derjenige, der Jura studiert, primär mal deutsches Recht studiert, also in Deutschland auf jeden Fall, von wenigen Ausnahmen abgesehen, seinen Arbeitsplatz hat. Ja, die Idee ist nun, wenn ich Absolventen einstelle, die im Ausland gewesen sind, dann haben die eine bestimmte Offenheit gegenüber ausländischen Kulturen. Sie sprechen möglicherweise auch eine Fremdsprache. Und das kann natürlich für Unternehmungen ungeheuer interessant sein. Und dann kann man den Bogen natürlich noch weiter spannen und einmal überlegen, wie viele ausländische Studierende haben wir eigentlich an der Heinrich-Heine-Universität? Zum damaligen Untersuchungszeitpunkt waren es knapp 13%. Das sind einige. Und jetzt packe ich noch eine Gruppe hier mit hinein, nämlich diejenigen Studierenden, die einen Migrationshintergrund haben. Die Zahl kenne ich nicht, aber ich weiß, das sind sehr viele. Und die sind natürlich von besonderem Interesse, gerade für die Unternehmungen. Seit mehr als 20 Jahren gehe ich hier hausieren bei den Unternehmungen und rege an, stellen Sie die doch bevorzugt ein. Ich habe nie verstanden, dass eine Unternehmung Geschäfte macht, zum Beispiel in Polen oder in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion oder in der Türkei, aber die Scheu hat, Leute einzustellen, die neben der deutschen Kultur, Bildungsinländer, genau diese Kultur auch vertreten. Das habe ich nie so verstanden, dass es hier Vorbehalte gab und offenbar immer noch gibt. Aber vielleicht wird nun auch der Personalmarkt internationaler und nicht nur der Konsumgütermarkt. Und noch ein kurzen paar Hinweise. Wir haben auch Befragungen unter Schülern durchgeführt. Und da haben wir nicht so viele zusammengekriegt. Das ist nicht so ganz einfach gewesen vom Aufwand her, aber immerhin. Und wir haben doch ein paar zusammenbekommen. Und da haben wir natürlich auch nach dem Ausland gefragt, wie auch nach dem freiwilligen sozialen Jahr. Und 17% würden gern einige Zeit im Ausland verbringen. Eine, wie ich meine, doch bemerkenswerte Zahl. Und viel bemerkenswerter war noch, wenn die Unternehmungen mir dabei helfen würden, dann würde ich das noch viel lieber machen. Das heißt also, vielleicht sollen Unternehmungen auch darüber nachdenken, dass sie vielleicht Auszubildende einstellen und die zu Fachkräften ausbilden und denen auch mal die Möglichkeit geben, dass sie ins Ausland gehen können. Und ich möchte ganz kurz noch einen letzten Aspekt ansprechen. Und jetzt bin ich mittlerweile in Unternehmungen. Wenn Unternehmungen mit Absolventen von Schulen oder von Universitäten in Kontakt treten wollen, dann spielt natürlich das Internet heute eine überragende Rolle. Sei es im Inland, sei es im Ausland. Aber was noch völlig unterschätzt wird, sind die sozialen Medien seitens der Unternehmung. Und das ist nicht nur ein Defizit, dass man das nicht tut, sondern es wird auch unterschätzt, dass die sozialen Medien natürlich eine Möglichkeit bieten, über ein Unternehmen Informationen auszutauschen, ohne dass diese Firma selbst sich da engagiert hat. Und insofern ist das ein ganz massives Defizit seitens der Unternehmungen, dass sie das nicht ausgenutzt haben. Und der andere Punkt, Empfehlungen von Geschäftspartnern, nun, das hängt mit dem Export und mit den Geschäften, die man tut, auf den Gütermärkten zusammen, aber die nicht notwendigerweise auf die Personalmärkte bereits durchgeschlagen haben. Ja, wir haben Werbung in eigener Sache. Das Buch ist demnächst am Erscheinen.
von Frau Mangold und von mir, wo die gesamten Ergebnisse, von denen ich jetzt hier nur ganz wenige vorstellen konnte, zusammengefasst sind, erscheint natürlich in der Düsseldorf University Press. Und ich hoffe, dass das in den nächsten Wochen soweit ist. Zumindest haben wir schon die Druckfahnen gelesen und dann dürfte es eigentlich nicht mehr lange dauern. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie mir zugehört haben und vor allem bei denjenigen, die mit dabei und mitgewirkt haben, dass wir diese drei doch einigermaßen umfassenden Befragungen durchführen konnten. Herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen, Herr Schulmeister, ich glaube auch im Namen des Publikums, dafür, dass Sie uns hier einen sehr interessanten Einblick in eine Studie aus dem Raum Düsseldorf gegeben haben, die aber trotz aller Einschränkungen, die Sie als Wissenschaftler natürlich ehrenwert formuliert haben, aber die doch, glaube ich, einen Blick in die generelle Situation, wie sie sich heute darstellt, erlaubt in die Situation, wie sie aus Unternehmenssicht sich darstellt und auch in die Möglichkeiten, die sozusagen noch als Potenziale nicht ausgeschöpft sind. Da haben Sie uns ja auch einiges an Hinweisen gegeben und dass Sie das, diese Unternehmensbefragung noch ergänzt haben um eine Studierenden- und Schülerbefragung, ist, glaube ich, auch nochmal ein Blick in die Zukunft, wie, wohin kann die Reise gehen. Und insofern, ich habe zwischenzeitlich gedacht, ob das eine Art Bewerbungsrede um die Ehrenpräsidentschaft des IIK ist, weil das sozusagen die ganzen die Arbeitsfelder des Instituts für internationale Kommunikation eigentlich sehr genau trifft, diese auch die Rolle der Sprachkurse, der Sprachvermittlung, die Sie hervorgehoben haben und die Maßnahmen, die man aus Unternehmenssicht und auch aus politischer Sicht ergreifen müsste oder ergreifen wird in nächster Zeit, um diese noch vorhandenen Barrieren zu minimieren. Ganz herzlichen Dank, also Herr Professor Schirmeister. Ich muss jetzt eine kürzeste hoffentlich Umbaupause ankündigen, weil wir jetzt nämlich tatsächlich uns auf dem Podium über Fragen des Fachkräftemangels mit weiteren ausgewiesenen Experten unterhalten wollen. Und das Podium wird jetzt gerade aufgebaut. Und wenn ich das, da warten wir vielleicht mal eine kurze Zeit, bis das steht, um dann, wo kommen wir da hoch dann? Hier hinten rum? Ja, gut. Und dann darf ich die Teilnehmer unserer Podiumsdiskussion, ich glaube, die sind jetzt soweit hier, auch bitten. Ich glaube, ich stelle sie erst vor, wenn wir oben sind, dann sehen die Leute besser, um wen es sich handelt. Vielleicht gehen wir jetzt direkt.